So, dann machen wir auch direkt weiter. Und, ja, der Fehler macht sich natürlich direkt bemerkbar. Merklich verändert er unsere Position, nämlich direkt auf Platz 11. Hm. Finde ich sehr schade. Aber das kriegen wir bestimmt noch ausgebügelt. Da bin ich sehr optimistisch. Denn so schlecht fahre ich ja gar nicht. Abgesehen von den blöden Schildern überall. Drücke ich es einfach mal so aus. So. Hier, oh ja, sehr elegant. Hab ein bisschen was mitgenommen, ne? Wie in Polen. Zack, und weg. Auf einmal stehst du in der Kurve, ist da nichts mehr. Ja, kann aber passieren, ne? Ja, das ist eine enge Kurve. Aber die meistern wir auch mit Bravour. Oh, Sprung. Ui, das nennt ihr einen Sprung? Das war doch kein Sprung. Aber jetzt beginnt mal eine schöne Phase. Richtig schön geradeaus. Ah, da vorne schon das Ziel. Oh. Ja, nee. Beim nächsten Mal. So aber nicht, nee. Also, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Gleich wieder rein. Das ist Geschicklichkeitsfahren bei hoher Geschwindigkeit. Aber schreibe die Kurve. Das, oh, ganz, ganz kluger Satz. Das ist Geschwindigkeitsfahren bei hoher Geschwindigkeit. 40 links 6. Mann, hier ist der Wagen auch so schön sauber. Kann ja nicht immer so sauber bleiben. Ich finde, der Wagen ist einfach eine Augenweide. Naja. Gut, Versuch Nummer 2. Take 2. Und wie ihr vielleicht auch noch nicht mitbekommen habt, auch das hier ist wieder nachkommentiert, ne? Werde ich das mit diesem und den nächsten beiden Videos auch machen müssen. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ein Video habe ich halt schon nachkommentiert und das habe ich auch schon gerendert und mir auch angeguckt und mit der Qualität bin ich eigentlich sehr zufrieden. Man spürt, also es ist überhaupt nicht asynchron. Ich habe es wirklich zeitlich exakt hinbekommen, so wie es sein soll. Und abgesehen davon, dass meine Stimme nicht live zum Spiel ist, also nicht live in dem Moment, ja, dass die Wörter nicht in dem Moment rausfließen, in dem ich die Kurve fahre, das finde ich jetzt in dem Sinne nicht so schlimm. Trotzdem werde ich es weiterhin nicht so machen, denn so habe ich ja viel mehr Arbeit. So muss ich sozusagen für jedes Video 30, für ein 15 Minuten Video muss ich in dem Sinne 30 Minuten opfern. Was heißt opfern? Ich meine, ich muss ja, ich spiele ja, ist ja schön für mich. Die 15 Minuten spielen sind ja toll. Mehr oder weniger. Aber naja. Sonst werde ich immer ganz normal aufnehmen und wieder, echt wieder dieses dumme Schild getroffen. Das darf doch nicht wahr sein. Die werden da echt so positioniert, dass man die treffen muss. Das geht nicht anders. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Die geht schon nicht. Da musst du merken, musst du anders machen. Wolle ruhig kaufen. So. Mal gucken, ob sich dieser Fehler. Oh, ganz schlecht gefahren. Dieser Fehler macht sich. Nö, der macht sich nicht bemerkbar. Fast nicht. Haben sogar noch ein bisschen Vorsprung ausgebaut. Komisch. Ja, das wäre sehr schön genommen. Schön von hinten. Oh, nee, Kinder. Komm, bringen wir wieder Niveau rein. Wobei, wo keins war. Ist ja auch egal. Der Wagen ist wieder schön dreckig. Wow, ganz toll. Sieht aber trotzdem noch schön aus. Und auch die ganze Atmosphäre gefällt mir immer in diesem Spiel. Nahezu immer ist es einfach nur geil. Geil. Und das, oh, das ist wieder eindeutig zweideutig. Oh, 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 ganz böse. Macht ja auch Sinn, ne? Also Papier kann ja einen anfliegenden Lancer von 1,2 Tonnen mindestens locker aufhalten. Ja, ein bisschen Zeit haben wir verloren, ein bisschen Vorsprung, aber geht. Ich fahre jetzt auch wesentlich aggressiver, fällt mir so auf. Gehe später in die Kurven, ab und zu mal Handbremse, so wie jetzt. Ja, es bringt schon ein bisschen mehr Zeit. Man darf halt nicht, ja, auf Pro darf man nicht so vorsichtig fahren, wie ich es am Anfang gemacht habe. Das kann man vielleicht auf Clubman oder Amateur, auf Clubman oder Amateur machen, also der zweiten und der dritten Schwierigkeitsstufe. Aber auf Pro kann man sowas nicht machen. Da entweder alles auf eine Karte. Wobei diesmal hat es sich auch gelohnt, denn oh, enge Kurve. Geht aber. Denn dieses Mal kommen wir hier wesentlich besser und schneller und eleganter durch. Und schildfreier. Ohne Kollision und alles. Läuft besser, ja. Ja, läuft in jedem Fall besser. Oh. Steht da eiskalt. Ich bin der Beste. Aber, naja, komm. Geteiltes Leid
Halb Slide passt nicht, ne? Nee. Gut, lassen wir das einfach. Ah, die Musik ist cool. Ja, ich bedanke mich schon mal bei meinen Abonnenten, möchte ich noch gerade so gesagt haben. Denn einige meiner Abonnenten waren so freundlich und haben mir wirklich Links zu den Liedern geschickt. Und einer hat mir sogar einen Link zu einem Rennen geschickt, wo er auch wieder eiskalt abgestaubt, wo er richtig schön viele Punkte, wollte ich gerade sagen, wo er richtig schön den Weltrekord getoppt hat. Ja, wir fahren ein Core-Rennen. Core steht, lasst mich lügen, ich hab's nachgeguckt, glaube ich, Championship Offroad Racing, glaube ich. Müsste ich jetzt noch mal gucken. Moment. Haben ja Zeit, ne? So, haben wir's denn? Championship Offroad Racing, wie ich gesagt habe. Das, was ich haben gesagt. Mit Vergnügen. Und ich habe hier ganz leichte Off-Synchro. Aber ist ja auch egal, dann erzähle ich jetzt einfach so ein bisschen was. Ja, ne? Wechseln wir mal gerade so ein bisschen hier so, ne? Farben und Kurve. Oder auch nicht. Und sehr toll. Ja. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht wirklich dazu Okay, jetzt kann ich wieder zu synchronisieren. Jetzt ist es wieder gleichzeitig. Ich hatte gerade ziemlich Off-Synchro wegen Camtasia. Wir probieren jetzt mal diese ganz tolle Kamera aus. Ich wurde mal gefragt, ob ich das machen kann. Und wie ihr seht, es verläuft unheimlich erfolgreich. Boah, traumhaft. Antriebswelle hinüber. Ja, Helmkamera gibt's auch noch. Da das aber voll nicht Sinn macht, so zu fahren und ich damit auch überhaupt nicht zurechtkomme, habe ich eine ganz einfache Idee. Gleich mal alles mitnehmen und dann neu starten. So sieht's aus. Und dann neu starten. Ja. Passiert, wenn man Knöpfe nicht drücken kann. Und wir nehmen jetzt dieses Mal die Weiteverfolgungskamera. Mit der komme ich sowieso besser zurecht. Ich habe vorher in den Videos bis jetzt immer die nahe Verfolgungskamera genommen. Aber die Weite ist halt vielleicht in manchen Situationen ein bisschen besser. Denn man sieht einfach mehr in der nahen Verfolgungskamera bei einem Straßenverlauf, wo es halt mal bergauf geht, verdeckt das Auto nahezu alles von der Kamera und man sieht nur das Auto und mehr nicht. Und sieht dann nicht, ob da irgendwie vielleicht eine Gefahr auf der Straße liegt, also dass da irgendwie vielleicht ein Stein liegt oder ein Scheitel kommt, den man anders hätte fahren sollen oder so. Und durch die weite Verfolgungskamera und durch schöne Sprünge, ja, nochmal kurz kontrolliert, ob alles auch ob auch noch alles heile ist. Und durch die weite Verfolgungskamera kann man das halt besser machen. Und man sieht halt ein bisschen mehr, weil sie halt weiter weg ist. Und ja. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch dabei immer bleiben. Aber nochmal zurück. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ein Auto... wobei, Auto ist es ja nicht mehr wirklich. Dass eine Bestie von Maschine nach einem so großen Sprung kein bisschen Schaden erlitten hat. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Und der eine oder andere hat es gemerkt, eben da links dieses rot-weiße Tor, das ist eigentlich erst das Ziel, schrägstrich der Start. Und deswegen liegt dann Gegner. Okay. Und da beginnt auch erst die Runde, das heißt, in dem Sinne geht das Rennen 3,5 Runden, weil wir erstmal hier den ganzen Weg bis zu dieser Linie fahren müssen. Und das unheimlich gut auf der Ideallinie, wie man hier sieht. Weil wir erstmal bis zu diesem Ziel fahren müssen. Und da erst die Runde beginnt, mit dem, dass wir jetzt eigentlich schon 1,5 Runden gefahren und kommen jetzt erst in die zweite Runde. Zwei Runden. Ach, keine Ahnung. Hier liegt zumindest überall drüber oder lagen zumindest überall drüber und ja. Letzten Endes dauert das Rennen in dem Sinne 3,5 Runden. Wenn ihr mal etwas zurückspult, am Anfang des Rennens befinden sich alle Fahrer unten an diesem linken Balken da. Strich mit diesem Pfeilchen drauf, ne? Ihr wisst, was ich meine. Befinden sich bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir dieses Ziel durchflogen haben, befinden sich alle Pfeile, oder zumindest mein Pfeil, unten an der untersten Linie, die so schräg nach rechts geht. Die rechts zur Seite geht. Das heißt, da beginnt erst offiziell die eigentliche Runde. Ja.
Hui. Und ab geht es in die letzte Runde. Oh, ach so, wir sind schon fertig. Ah, okay. Ach so, nee, doch nicht. Ah, ich dachte, ach so. Wir sind nur die beste Rundenzeit gefahren. Ah. Ich dachte gerade schon. Au. Okay, dann nehme ich alles zurück. Und wie ihr seht, ist jetzt noch ein Fahrer hier liegen geblieben. Macht keinen Sinn. Moment. Mir fällt mal gerade so auf an der Seite, an der Leiste da. Warum steht da ein Pfeil ganz oben? Bewegt sich nicht. Da kommen wir jetzt immer näher. Warum liegen hier immer noch überall lauter Einzelteile? Hä? Wo ist der denn? Ach, whatever. Jetzt haben wir das Rennen zumindest gewonnen. Sehr gut. Das lief doch erfolgreich. Ich mag zwar diese Klasse nicht wirklich. Mir gefallen die Autos nicht und ja, sie lässt sich auch ein bisschen blöd fahren. Aber immerhin habe ich es gewonnen und ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Speichern wir noch gerade. Und machen auch gleich direkt weiter.